Moin Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Let's Play auf diesem Kanal Phasmaphobia. Zusammen mit der, die die ganze Zeit in meinen Bildschirm reinlabert, der Hime. Und ja, in dem Spiel geht es darum, Geister zu suchen, rauszufinden, welche Geister es sind und nicht zu sterben. Was? Hallöchen. Der Schwarze stirbt immer zuerst, ne? Ihr kennt's ja. Gar nicht wahr. Gar nicht wahr. Aber sowas von. So. Ich habe mich jetzt gerade schon eingedeckt. So wie die letzte Runde. Ich muss mich auch noch eindecken. Ich brauche noch das Buch. Also zur Erklärung, man hat verschiedene Gegenstände, die verschiedene Sachen bringen. Und man hat in dem Anfängermodus, den wir gerade spielen, 5 Minuten Zeit, um kurz ins Haus zu gehen, bevor da was passiert. Genau. Und wenn wir im Haus sind, fängt er an runterzugehen. Und danach greift uns der Geist gerne mal an. Genau, und hier haben wir auf der Optionsziele-Wand die Ziele, die wir machen müssen. Ziel 1 ist halt immer entdecken, um welche Art Geist es sich handelt. Ziel 2 wäre jetzt machen ein Foto vom Geist. Dann Ziel 3 ist, dass einer von uns beiden Zeuge eines Geisterevents werden muss. Und dann müssen wir noch ein Foto machen von dreckigem Wasser. Und für jedes Ziel gibt es Punkte und Ingame-Cash, wo wir uns Ausrüstung kaufen können. Darfst du dir eine Kopflampe mitnehmen? Ich glaube, du hättest es lustig gefunden zu sehen, wie ich da heimlich heulend in der Ecke halbwegs hocke. Ja, wir haben gerade schon eine Runde gespielt, um zu gucken, ob alles funktioniert. Und da ich das Spiel noch nicht wirklich oft gespielt habe, noch ein paar Erklärungen hatte. So, jetzt gucken wir erstmal auf Raumtemperaturen, ob es irgendwo stark sinkt in dem Minusbereich. Was ein Anzeichen auf den Geist sein kann. Hallo Lisa Smith. Genau. Herz für euch zur Erklärung. Wir müssen mit dem Geist reden. Der hört die ganze Zeit über das Mikrofon zu. Hier ist falsch. Aber guck mal, hast du ein Futterapparat mit? Nein. Nicht aufheben, bitte. Vor deinen Füßen liegt ein Knochen. Müssen wir gleich mal machen. Ja, müssen wir uns mal merken, in welchem Raum es war. Ja. Ja. Oh, gehen wir mal im Keller. Ich sag nicht, ich hab den Bug wieder. Nichts da werfen. Es kann sein, dass du gleich die Kamera aufstellen darfst. Bei mir funktioniert das ohne Grund nicht. Okay. Wenn ich nach der Aufnahme mal das Spiel neu starten muss. Ja. Hallo, das hat doch die ganze Zeit davor funktioniert. Hast du einen Platz frei? Kannst du die kurz aufheben? Wenn nicht, werf kurz was bitte weg. Kann ich dich platzieren? Ich kann es aber hier auch nicht platzieren. Warum nicht? Vielleicht liegt es daran. Wenn ich stelle sie mal hier in den Schrank, dass wir so in die Richtung Küche gucken. Also hier konnte ich es jetzt hinstellen. Ich habe sie taktisch irgendwie schlau ausgelassen. Also nicht wundern, ich habe mir dein Buch geschnappt, ne? Ja, alles gut. Lisa Smith, du bist eine wundervolle Frau. Oh Gott, die Tür hat gerade gebackt, die war irgendwie ganz kurz in meiner Sicht. Okay, jetzt kann ich es wieder nicht im Regal. Wie das Mif. Ich schwankte mal bis zu 13. Bis jetzt habe ich keinen Raum gefunden, der so extrem kühl ist. Nee, haben wir hier ein Obergeschoss? Nein, nur ein Untergeschoss und da war ich schon drinne. Naja, ich war auch schon im Keller drinne. Haben wir hier vielleicht eine Dingstruppe? Konntest du sie jetzt aber noch platzieren, ja, die Kamera? Ja. Ich weiß bloß nicht, wie gut jetzt oder schlecht. Hier sind Minusgrade drinne. Ja. Und Geisteratem. Nein, ich wollte das Buch nicht werfen. Lisa, tut mir leid.
Lisa, alles cool, mach mal keinen auf Stress hier. Kannst du bitte in das Buch schreiben, Lisa? Wäre super mega sexy. Ich danke dir. Mit Küsschen und so? Also, wir müssen jetzt den Knochen fotografieren und. Also Geistertemperatur, wir können das Temperaturteil schon wegpacken Ja, können wir auch gleich und mal das in unser eintragen. Journal tragen. Genau, hier tragen wir ein. Die Beweise, die wir finden. Geistertemperatur und durch das Ausschlussverfahren kommt dann hinterher ein Geist raus, der es dann Ist die noch sein Kamera nicht kann. angemacht? Ja. Oder, nee, ist das dein Kopf? Bin mir nicht sicher. Wenn hast du die Kamera falsch hingestellt? Nee, ist es dein Kopf. Dann ist die Kamera nicht an. Müssen wir gleich nochmal machen. Dann nehme ich eine blaue Lampe mit. Ich nehme ein Fotoapparat und ein Noch eine Knicklicht. Kamera. Okay. Jetzt wirklich ein Knicklicht mitnehmen oder wollen wir ein. Ah, ist ein Anfänger. Ich Ja, glaube, jetzt nicht, dass alles. er uns gleich umbringt. Jetzt hätte ich gesagt, nehmen wir ein Kruzifix noch mit. Ich mache erstmal, wo war der Knochen? Der war hinten beim. Geradezu, links, links, hier in der Tür und dann kannst du. Hier, du bist falsch. Ja, ich weiß. Ich bin ja auch Hier. lost. So, dann vorne war das Buch. Mal gucken, ob sie ins Buch reingeschrieben hat oder ob sie Analphabetin ist. Analphabetin. Die kann ich wieder drehen. Nein! Ach. Entschuldige. Wollte dich nicht mit einer Kamera bewerfen. Wo bist du denn hin? Bleib mal bitte bei mir. Ich wollte die Kamera fixen schnell. Ja, ich krieg die Kamera gerade nicht hingestellt. Dann fixe mal die Kamera. Will ich schon wieder alleine mit ihr sein. Wer dann droppt, dann mache ich es. Das kann doch nicht sein, dass ich diese. Jetzt sehen Sie. Steht aber irgendwie ein bisschen doof. So, ganz gut. Lass uns mal gucken, ob irgendwas auf den Kameras Sag ist. mal, Lisa Smith, bist du so lieb? Schreibst mal in das Buch rein. Ich finde dich super mega sexy, aber das würde ich noch geiler finden. Lisa Smith, Lisa Smith, Lisa Smith, Lisa Smith, Lisa Smith, Lisa Smith. Also umso öfter man es sagt, nicht wundern, provoziert man diesen Geist mit den Namen. Gott, ich habe mich gerade vor der Lampe verjagt. Ich dachte, da guckt mich gerade was durch die Tür an. Todesschreck. Ach, jetzt habe ich die blaue mitgenommen. Tja, sehr geiles Bild. Weil das. Sie Muss hat mal kurz gerade das Licht ausschalten. ausgemacht, oder warst du Nein, das das? war ich. Ich habe hier drauf gedrückt. Ach, Nachtsicht. Ja, und hier kann man dann auf den Bildern dann auch sehen, ob es Geisterorb, Geisterkugel ist. Die fliegt dann durch, wenn es so wäre. Ich werde jetzt sterben gehen. Auf Wiedersehen. Oh, warte mal kurz. Ich werde nicht sterben gehen. Ich bin intelligent. Die da nehme ich erstmal nicht mit. Nimmst Kruzifix mit? Yep. Und ich habe die Sprach. Ich habe nicht die Sprachbox. Aber den Bewegungssensor. Ja, ich stelle mich, glaube ich, einfach mal draußen ganz stumpf vors Fenster. Ja. Und gucken, dass du das Geisterevent und ich vielleicht das Foto machen kann von der Troller. Ja. Lisa Smith, hörst du mich? Lisa Smith, wann bist du gestorben? Lisa Smith, rede mit mir. Lisa Smith, mir ist unangenehm, ich will raus. Lisa Smith, ich stehe ja natürlich hinter der Tür. Lisa Smith, gut, das reicht mir erstmal. Also in dem Raum hat sie auf jeden Fall nicht mit mir geredet. Ich weiß nicht, ob du zu nah dran warst, weil sie eigentlich nur alleine reagiert. Aber sie war auf jeden Fall kurz aktiv. In unserem Gehirn geht es eigentlich noch ganz gut. Gut, dann komm einfach mal mit. Aber dreckiges Wasser im Damit Waschbecken. musst du sie super provozieren und hoffen, dass sie ein Waschbecken anmacht. Oder. Du machst selbst eins an und du hoffst darauf, dass sie es dreckig macht.
Also wir können gerne durchgehen. Du gehst links, ich gehe rechts. Werf dein Knickknick bitte weg. Oder ist das schon an? Das war an. Kannst du es wieder aufheben? Jetzt hätte ich nämlich gesagt, nimmst du bitte auch ein Kruzifix mit. Weil jetzt müssen wir ein bisschen getrennt gehen, damit ich eventuell nochmal mit dir labern kann. Auch wenn du das... Ich hab das nicht aufgemacht. Weil sie redet nur mit einem alleine. Nein! Falscher Button. Kann ich es bitte wieder aufheben? Hallo? Wieso kann ich es nicht aufheben? Kannst du das Teil aufheben? Du hast deine Taschenlampe wieder hingeworfen. Ich krieg's nicht aufgehoben. Das wäre jetzt echt scheiße. Hast du eine Tür zugemacht? Nein. Sie hat die Tür zugemacht. Lisa, Mensch, das ist super nervig. Ich will doch nur dieses EMF-Teil da... Nee, das ist nicht das EMF-Teil. Ich will das doch hier nur aufheben. Jetzt geht's. Lisa, hattest du mir das verboten, in die Hand zu nehmen? Ist nicht cool. Lisa Smith. Wie alt bist du geworden? Lebst du noch? Achso, warte noch. Jetzt weiß ich, warum sie nicht mit mir geredet hat. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Lisa Smith, lebst du noch? Lisa Smith. Du bist eine wunderschöne Frau. Wann bist du gestorben, Lisa Smith? Das reicht. Unten war, glaube ich, kein Waschbecken, ne? Doch, hier. Unten. Ach, im Keller meinst du? Ja. Du hast jetzt das Wasch angemacht, ne? Ja. Musst du laufen lassen. Nicht wundern, ich habe die Tür zugemacht. Lisa Smith, hörst du mich? Wann bist du gestorben, Lisa Smith? Lisa Smith. Du bist wundervoll, Lisa Smith. Wann bist du gestorben? Gott, lach doch nicht so scheiße! Du Fotze, hast dich angehört. Entschuldigung. Du hast dich angehört wie dieses Rauschen. Ey, hab ich mich gerade verjagt. Hast du von außen Licht an- und ausgemacht? Nein, ich bin rausgegangen einfach nur. Dann hat die gerade irgendwas da drinnen gemacht, weil es war kurz heller und dann war es wieder dunkel, aber nicht so wie ein Blitz. Hier, du darfst das Scheißding auch gerne haben. Die war gerade unterwegs bei mir. Ja, du hast doch den Zeuge eines Geister-Events geworden. Hier darfst du haben. Achso, ja, weil die Tür hinter uns zugemacht worden ist. Das habe ich ja gesehen. Ah, weißt du, was wir machen können? Was denn? Die hat dir die Tür zugemacht, die Haustür. Handabdruck gucken. Hier, nimm dein schönes Teil mit. Du kannst... Ich geh mal das Kruzifix aufheben. Oh. Guckst du wegen Fingerabdrücke, oder? Ja. Warte, komm erst mal rein. Ja, hier ist ein Handabdruck. Wow. Gerade einfach mal insane verjagt, weil ich gerade ein Rauschen von ihr gehört habe. Das Rauschen macht das Ding aber auch, ne? Denke dran. Ich hatte das Ding nicht in der Hand. Okay. Also, Fingerabdrücke kannst du eingeben. Boah. Liebe Leute, Alter. Ja, sie war gerade auch gut aktiv. Insane, bisschen Pipi in die Hose gerade. Nimm mal ein Fotoapparat mit. Holst du ein Fotoapparat? Ja. Ich gucke mal nochmal nach, ob ein Geisterorb da ist.
Warte mal, wer kann das denn bis jetzt sein? Noch ein Gespenst oder eine... Och nein! Eine Banshee. Oder ein Gespenst. Ja, hier sieht man dann auch in dem Buch, was die Eigenschaften der eigenen einzelnen Geister sind, wo also man dann auch Ausschluss haben kann. Reagiert die gleich noch auf das EMF-Level? Ja. Ja, soll ich das EMF-Gerät mal mit reinnehmen? Du hast gerade die Sprachbox. Ja. Ich bin dafür. Willst du, dass ich sterbe? Rein theoretisch ja, weil ich habe mehr Items investiert. Also wenn man stirbt, verliert man seine ganzen Items, auch die aus dem Truck, und muss sie neu kaufen. Und die Hälfte hiervon, über die Hälfte habe ich gerade sponsort. Sie hat nämlich das Money, Leute. Okay. Sie ist Witch. Was soll ich also, da sagen? Es kann eine Banshee sein, die Jagdeinheit bis zum Tod. Sie fürchtet aber auf jeden Fall Kruzifixe und ist im Umkreis damit weniger aktiv. Da müssten wir gucken. Also ich habe jetzt... Du hast noch ein Kruzifix. Ja, und eins du hast im Kinderzimmer. Genau. Liegt eins. Ich weiß nicht, ob das schon aktiv war. Ich weiß nicht, ob das auch öfter aktiv sein könnte. Da könnten wir jetzt einmal mit einem EMF gucken gehen. Ja. Und wenn nicht, ist es halt ein Gespenst. Und der reagiert halt auf die Geisterbox. Der mag aber auch kein Salz. Ich habe noch eins frei und ich werde Salz mitnehmen einmal. Ja, ich habe jetzt das EMF-Ding damit. Und das Sprachbuch hast du jetzt nicht mit. Okay, dann nee. Gehen wir jetzt erstmal... Halt erstmal dein Kruzifix nach vorne. Muss ich das dann auf den Boden schmeißen? Ja. Ich guck nochmal nach dem Wasser. Mann, Lisa macht das Wasser dreckig, du Fotze. Ich würde keine Beleidigung sagen, wegen deinem Video. Los, abbeinander und guck da mit deinem EMF-Gerät. Oh, falsch. Auf zwei nur, geh ganz rein. Also eher weniger, ne? Eher weniger aktuell. Dann gehen wir weiter durch. Warte, ich hab noch kurz hier gucken sollen, ob ich es aufnehmen kann. Achso, den Knochen hätten wir jetzt aufheben können. Du hast ihn ja schon fotografiert, oder? Wir haben fotografiert, ja. Kann ich bitte den Knochen aufheben? Ich kann ihn nicht aufheben. Warum nicht? Kannst du mal gucken, ob du ihn aufheben kannst? Weil eigentlich kannst du ihn mitnehmen, das weiß ich. Ja, dann müsstest du jetzt irgendwas wegschmeißen. Nee, der ist dann weg. Den nimmst du so gesehen permanent auf. Wenn nicht... Also Lisa, es wäre sehr nett... Wenn du das Wasser dreckig machen würdest. Warte, wenn nicht, mache ich das jetzt anders. Das Salz ist zwar immer noch nicht verstanden, aber... Lisa, zeig dich. Ich habe da jetzt einmal Salz hingepackt, da packe ich einmal Salz hin. Fünf. Da pack... Echt? Ja. Oh, dann ist es Lisa. Banshee. Bin ich der Meinung. Ja, jetzt auch 5 ausgeschlagen. Ja. So. Ja, kann nur noch eine Banshee sein. Ja, trotzdem. Eine Banshee hat Angst vor einem Kruzifix. Ja, das würde Sinn machen, dass du nicht direkt bist vorhin. Nee, die hat mich am Raum gar nicht angegriffen. Die Sache ist die, ich würde gerne den Knochen noch haben, das gibt extra Geld. Wir können uns jetzt da vorne hinstellen und die richtig provozieren. Vor der Tür. Also halb innen, halb außen. Geh ja nicht zu Salz rein, sonst ist, glaube ich, Ende. Ist das Salz verteilt. Aber du hast ja noch einen Kruzifix. Werf das mal bitte vor die Tür hin. Also so ein Stück weit in den Eingang rein. Das hat irgendwie so einen Radius von 2 Metern. Also bis hier, guck mal da so.
Lisa Smith, Lisa Smith, Lisa Smith, Smith, Smith. Lisa Smith, Lisa Smith, Lisa Smith, Smith, Smith. Ich habe meinen Taschen unterfallen lassen. Ja, hier vor deine Füße. Ja, ich kann sie bloß nicht mehr aufnehmen. Jetzt ging's. Warte mal, heb mal bitte doch nochmal dein Kruzifix auf. Ich kann gerade gar nichts aufnehmen. Ich hab's. Komm mal bitte mit. Das war ich. Boah, hast du mich gerade verjagt. Also damit ihr versteht, wenn das Licht flackert, sind die näher. Du hast jetzt einen Slot frei, versuch dich nochmal bitte aufzunehmen. Ich kann den gar nicht aufnehmen. Kann man sich ducken in den Game? Geh mal rein, ja, mit V. Nicht wundern, ich mach mal die Tür zu. Nee. Kann gerade gar nichts mehr aufnehmen. Warte. Geh mal weg. Kannst du das jetzt verändern? Kannst du den nicht mehr aufnehmen? Egal. Ich kann das Kruzifix nicht mehr aufnehmen, aber was ist gerade ausgelöst? Raus. Drinne bleiben. Weg. Ich konnte meine Taschenlampe gerade nicht mehr ausmachen. Hast du die Tür aufgemacht? Nein. Dann war sie hier drin. Ich habe mich hinter die Tür gestellt, nur. Los, raus. Okay, das sind mir die Gegenstände nicht wert. Lassen wir. Also wenn wir jetzt halt kein Foto von ihr. Ja. Blödes Arsch, du. Ja gut, dann haben wir halt zwei Sachen nicht gemacht. Können wir nichts. Wähl deine Banshee aus und die Sachen. Hab ich schon.